Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde in diesem Video zeigen, wie man eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen grafisch analysiert. Dieses Verfahren hat durchaus eine hohe Bedeutung, obwohl es, wie in diesem Fall mit zwei linearen Widerständen dargestellt, eigentlich auch rechnerisch sehr einfach handzuhaben ist. Jedoch, sobald nichtlineare Bauelemente ins Spiel kommen, ist die grafische Untersuchung wesentlich einfacher als die rechnerische Untersuchung. Man kann dann nämlich einen sogenannten Arbeitspunkt leicht ermitteln und sich vor allem ansehen, wie sich der Arbeitspunkt verändert, wenn sich in der Schaltung bestimmte Parameter ändern. Dadurch wird das Verhalten der Schaltung sehr anschaulich gezeigt, und zwar qualitativ und auch quantitativ. Ich werde das ganze Verfahren hier zwar am Fall zweier linearer Widerstände einführen, weil es da am einfachsten zu verstehen und nachzuvollziehen ist. Man sollte doch tatsächlich dabei im Hinterkopf behalten, dass es am Ende dann wichtiger wird, wenn wirklich nicht lineare Bauelemente zum Zuge kommen. Es ist aber auch zu erwähnen, dass sich sehr viele komplizierte Schaltungen in eine Reihenschaltung umwandeln lassen. Das geht mit dem Verfahren der sogenannten Ersatzspannungsquelle. Dazu werde ich auch noch Videos erstellen. Und wenn man dann solche Schaltungen in eine Ersatzspannungsquelle umgewandelt hat und daraus eine Reihenschaltung gemacht hat, sind auch dort sehr komplizierte Zusammenhänge durchaus grafisch sehr einfach nachzuvollziehen. Zunächst betrachte ich einmal die Reihenschaltung rein rechnerisch in einem sehr einfachen Fall. Zwei Widerstände R1 und R2 sind in Reihe geschaltet. Beide Werte sind bekannt. Sie liegen an einer Gesamtspannung U. Auch dieser Wert ist bekannt. Daraufhin fließt ein Gesamtstrom IG durch diese Schaltung und es fällt natürlich an den beiden Widerständen R1 und R2 jeweils eine Spannung U1 und U2 ab. U1, U2, der Gesamtstrom und der Gesamtwiderstand sind nun gesucht. Der Gesamtwiderstand ist sehr einfach zu berechnen bei einer Reihenschaltung. Dazu müssen einfach die Teilwiderstände zusammengezählt werden und somit komme ich hier auf 100 Ohm. Der Gesamtstrom ist damit auch recht einfach zu berechnen. Ich teile die Gesamtspannung U durch den Gesamtwiderstand und komme in diesem Fall auf 1 Ampere. Mit dem Strom und dem Ohmschen Gesetz lassen sich nun die Teilspannung sehr einfach berechnen, denn U1 ist gleich I mal R1, 1 Ampere mal 80 Ohm gleich 80 Volt. Entsprechend gilt für U2 gleich I gesamt mit 1 Ampere und R2 gleich 20 Ohm, komme ich hier auf 20 Volt. An dieser Stelle möchte ich zunächst die sogenannten Widerstandskennlinien einführen. Widerstandskennlinien gehören jeweils zu einem Bauelement und sind vollkommen schaltungsunabhängig. Also davon unabhängig, ob nun die einzelnen Bauelemente in eine Reihenschaltung eingesetzt werden oder in eine irgendwie anders geartete Schaltung. Wir sehen links die Widerstandskennlinie für den Widerstand R1, der den Wert von 80 Ohm hat. Und rechts sehen wir die Widerstandskennlinie für den Widerstand R2, der ja den Wert von 20 Ohm hat. Die Widerstandskennlinien sind nun recht einfach aufzuzeichnen. Ich nehme eine beliebige Spannung an. Hier ist es allerdings vernünftig, den Wert von 100 Volt anzunehmen, weil die Schaltung insgesamt an 100 Volt liegt. Rechne den zugehörigen Strom aus zu 100 Volt. 100 Volt durch 80 Ohm macht 1,25 Ampere. Das heißt, ich habe an dieser Stelle einen Punkt für den Widerstand und verbinde den nun mit dem Ursprung des Diagramms, sodass ich die Widerstandskennlinie erhalte. Diese beschreibt nun, wie groß der Strom durch den Widerstand sein wird, wenn eine bestimmte Spannung angelegt wird. Entsprechend verfahre ich mit dem Widerstandswert R2. In diesem Fall wieder für 100 Volt habe ich 5 Ampere berechnet, sodass ich die Widerstandskennlinie einzeichnen kann und sie mir angibt, bei welcher Spannung ein bestimmter Strom vorhanden ist. Aufmerksam machen möchte ich hier auf den Zusammenhang, dass bei einem kleiner werdenden Widerstand die Widerstandskennlinie nach oben verrückt wird. Und wird der Widerstandswert größer, so wandert die Widerstandskennlinie nach unten. Das ist hier ganz einfach nachzuvollziehen durch den Vergleich dieser beiden Widerstandskennlinien, denn R1 ist größer als R2 und die Widerstandskennlinie verläuft somit flacher als für den Fall von R2. Um die Reihenschaltung nun grafisch auszuwerten, kann ich Folgendes tun.
Ich werde die Kennlinien beider Bauelemente, die an der Schaltung beteiligt sind, aufzeichnen. Das sind ja in diesem Fall diese beiden Widerstandskennlinien. Werde eine der beiden Widerstandskennlinien um die Y-Achse, hier der Strom, um 180 Grad drehen, so wie hier angedeutet, diese Kennlinie um 180 Grad gedreht, und werde nun diese gedrehte Kennlinie zur Überlagerung bringen mit der anderen Kennlinie, sodass ein Diagramm entsteht. Dieses Diagramm, das hier zu sehen ist, spiegelt nun das Verhalten der Reihenschaltung wider. Das Ganze sehe ich mir nun konkret an der Schaltung an, die ich oben bereits durchgerechnet habe. Wir sehen hier die Widerstandskennlinie für R1 mit 80 Ohm. Wenn ich dort eine Spannung von 100 Volt anlege, fließt ein Strom von 1,25 Ampere, sodass diese Widerstandskennlinie von links nach rechts verlaufend genau diese Form hat. Die Widerstandskennlinie von R2 muss sich nun beginnend bei 100 Volt bei der Gesamtspannung der Schaltung von rechts nach links abtragen. Wenn ich dort 100 Volt anlege, fließt ein Strom von 5 Ampere, sodass die Widerstandskennlinie diesen Verlauf hat. Das Ganze spiegelt nun die Arbeitsweise der Reihenschaltung wider, was nichts anderes bedeutet, als dass sich die Schaltung in genau diesem Arbeitspunkt befindet, nämlich dort, wo sich die beiden Kennlinien schneiden. An dieser Stelle kann ich nun die konkreten Werte ablesen. Das ist einmal der Gesamtstrom I mit 1 Ampere, die Teilspannung U1 von links nach rechts mit 80 Volt abgelesen und die Teilspannung U2 von rechts nach links von 100 bis 80, also zu 20 Volt abgelesen. Das Ganze mag an dieser Stelle unnötig aufwendig erscheinen, da diese Werte ja nun auch sehr einfach berechnet werden können. Ich werde nun aber zeigen, dass sich der Aufwand durchaus lohnt, sobald sich einer der Parameter in dieser Schaltung ändert, sprich, dass sich diese Widerstandskennlinie verändert oder auch diese. Sehr wichtig dabei ist nun, dass man zunächst Folgendes sieht. Nämlich indem man die Widerstandskennlinie des einen Bauelementes verändert, so wie ich das hier getan habe. R2 verändert sich also. Die Widerstandskennlinie hat nicht mehr diesen Verlauf, sondern diesen. Wandert der Arbeitspunkt auf der anderen Kennlinie an eine andere Stelle. Das mag zunächst ein bisschen überraschen, ist aber ganz offensichtlich so. Denn der Arbeitspunkt ist ja immer der Punkt, an dem sich die beiden Kennlinien schneiden. Verändert sich nun die eine Kennlinie, wird der Arbeitspunkt auf der anderen Kennlinie an einer anderen Stelle zum Liegen kommen. In diesem Fall habe ich R2 verändert. Der Wert ist von 20 Ohm auf 40 Ohm gestiegen, wodurch diese Kennlinie flacher verläuft bei einer Spannung von insgesamt 100 Volt. Fließt durch einen Widerstand R2 gleich 40 Ohm nur noch ein Strom von 2,5 Ampere und nicht wie zuvor von 5 Ampere bei 20 Ohm. Das heißt, dass der Arbeitspunkt von dieser Stelle zu dieser Stelle auf der Kennlinie von R1 gewandert ist. Das bedeutet aber wiederum nun auch, dass der Strom, der zuvor 1 Ampere betragen hat, nun kleiner geworden ist. Da ja der Gesamtwiderstand größer geworden ist, hat sich dieser Wert von 1 Ampere auf 0,833 Ampere verringert. Und das bedeutet auch, dass mit dem größer gewordenen Widerstand von R2 die Spannung an R2 von 20 Volt auf 33,3 Volt angestiegen ist. Und die Spannung U1 ist entsprechend gesunken von zuvor 80 Volt auf nun 66,7 Volt. Wie ich eingangs bereits erwähnt habe, ist diese Betrachtung insbesondere dann sehr nützlich, wenn diese Kennlinien eben nicht diesen einfachen linearen Verlauf haben. Sobald sich diese Kennlinien krümmen, kann ich mit Hilfe dieses grafischen Verfahrens das Verhalten der Schaltung viel besser analysieren, als es rein rechnerisch möglich ist. Außerdem habe ich bereits eingangs erwähnt, dass man viele Schaltungen durch eine sogenannte Ersatzspannungsquelle herunterbrechen kann auf eine sehr einfache Reihenschaltung,
mit deren Hilfe dann auch diese Analyse wiederum sehr einfach durchzuführen ist. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema näher bringen und Ihnen die grafische Betrachtung dieser einfachen Reihenschaltung schmackhaft machen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.